Guten Morgen, heute der 14. März, eine Analyse. Gestern haben wir getradet, deshalb habe ich darauf verzichtet, ein neues wöchentliches Analyse-Video zu machen. Der gestrige Tag endete auch sehr gut. Wir haben im Laufe des Vormittags auch einen satten Gewinn, Short Trades im Bereich DAX verbuchen können, allerdings die Position sofort liquidiert. Im Laufe dieses Videos werde ich euch belegen, warum Fed schon längst von dieser Finanzkrise durch die Banken wusste. Wenn wir hier auf dem Chart gucken, wir sind hier auf 2-Stunden-Chart und wir sehen hier, dass wir bereits ab dem 8. Juni 2022, davor aber ab dem März 2022 ein Deckeneinbruch nach unten, ein Crash, sozusagen Beginn eines Crashs in diesem Bankensektor zu verbuchen hatten. Es hat sich im Laufe der Zeit auch nicht erholt und verbessern können. Kurz zur Erklärung. Ich habe mein RSI auf dem Chart geholt, das ist RSI 500, 200, 300 und 400. Jedes Mal, wenn der Kurs sich unter diesen RSI befindet, das bedeutet, dass der Markt definitiv in einem Down- oder Bearish-Trend ist, dass der Markt sozusagen unter dem 50-Linien-Niveau ist. Auch das Volumen hat ja stark gesunken. Und wenn wir jetzt auf den Tageschart von, das ist der Chart von SVB Financial Group, also diese Silicon Valley Bank, der jetzt die Schuld gegeben wird. Allerdings die Frage ist, und das ist die Frage, die mir ich sehr oft stelle, Jerome Powell ist schon selbst ein Banker und eigentlich sie verfügen über jede Menge Daten, Insider-Daten, die wir auch gar nicht sehen oder die nicht mal publik gemacht werden. Wieso konnte er das nicht sehen? Und das ist kein Rätsel für mich. Wie gesagt, er ist jetzt ein Banker, er ist auf der Seite der Banken. Die Banken haben die letzten Finanzkrisen finanziert, produziert und ja, das ganz normale Volk muss dafür bezahlen. Natürlich daran sind auch jede Menge andere Leute involviert, Politiker und so weiter. Wir wollen aber nicht mehr unsere Zeit damit verschwenden. Wir kennen die ganze Wahrheit, dass Fed und Jerome schon die ganze Zeit das Ganze wussten. Das ist auch der Grund, warum Paul letzte Woche sehr nervös war, als er gesagt hat, ja, wir erhöhen mehrmals sogar die Zinsen, sogar noch höher, aber das ist datenabhängig. Weil ich genau wusste, dass das heute passiert, dass das dies passiert mit den Banken. Also liegt sozusagen das Wort von Paul oder andere Banker haben für mich gar keinen Wert. Ich mache nur meine hundertprozentig rein technische Analyse. Die News, naja, die kommen rechts rein, gehen links raus. Und das ist auch ein Beweis dafür, dass ich lange Zeit an der Börse sehr erfolgreich bin. Ich traue diesen Leuten nicht. Ich will auch niemanden beleidigen, aber das sind Leute, die 0% Vertrauen bei mir genießen. Wir gehen jetzt erstmal auf den Tageschart. Und auf dem Tageschart sehen wir schon, dass längst der Trend schon bärig ist. Meine wöchentlichen und monatlichen Monatsindikatoren sind alle auf Rot, schon längst. Wir haben schon einen Fake-Bruch gehabt in Dankien, jedoch spätestens auf dem 2-Stunden-Chart haben wir hier diese Situation wahrgenommen. Wir sind schon bereits ab 327 und sogar einen sehr guten Kurs, 337 sind wir short gegangen, immer noch short. Heute könnten zwei Szenarien passieren nach der Verkündung von Inflationsdaten. Und die Marktteilnehmer und vor allem, ja, wie soll ich sagen, leider viele YouTuber, die sagen, ja, die Märkte steigen, ja, wenn der Markt auf 10% steigt, wir sind immer noch in einem Downtrend. Erst ab 320,95
haben wir ein Break-Even, würden wir ein Break-Even erreichen. Und wenn der Markt sich auf diesem Niveau 348 bis 375 stabilisiert und erst dann ein Ausbruch nach oben anstrebt, und zwar begleitet, ich wiederhole, begleitet mit einem eindeutigen, sehr starken Volume-Balken, wenn unsere wöchentliche und monatliche RSI alle über 50 liegen, dann könnten wir davon sprechen, dass der Markt in einem Uptrend ist. Der Markt könnte versuchen, was diese Aktie betrifft, wieder nach oben zu kommen. Aber wenn man hier sieht, wir haben einen riesen Lücken-Gap hier hinterlassen. Das bedeutet, der Markt versucht nach oben zu kommen bis 278, 299 und dann sozusagen dann wieder nach unten zu fallen. Warum? Weil die Sellers, die den Markt schon sogar von hier oben bei höheren Kursen nach unten gedruckt haben, haben sich hier in diesem Bereich akkumuliert, Kraft gesammelt, der Markt derbe nach unten gedrückt, der Markt wird nach oben kommen, dann haben wir ein großes ABC und dann kommt das richtige Unheil. Also lasst euch nicht täuschen von den Daten, auch wenn sie positiv ausfallen, was auch DAX, wir haben es innerhalb eines Jahres nicht geschafft, eine ordentliche Struktur im Markt zu liegen. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben zwar höhere Highs, höhere Lows erreicht, aber der Markt konnte es nicht erreichen, höhere Highs zu traden. Also nach einem Jahr, fast über einem Jahr, sind wir immer noch in einem Range. Das ist weiteres signifikantes Signal für mich, dass der Markt sich immer noch nach, ja, die Stimmung sehr pessimistisch ist und Wahrscheinlichkeit nach dem Markt weiterhin nach unten tendiert. Also, diese Aktie ist zum Scheitern verurteilt. Zwar haben hat die Zentralbank auch versichert, eine Versicherung, die für mich einen Wert von unter Null hat, dass sie mit versuchen, mit Bonds und Schuldverschreibungen für ein Jahr dieser Bank Kredit zu nehmen. Aber jetzt mal ehrlich, würdet ihr auf eine Aktie setzen, die nur noch von Fremdkapital beherrscht wird? Hier werden wir jetzt auf DAX wechseln und auch gleichzeitig ein Kommentar von Markus Koch. Zunächst einmal technisch gesehen. Wir sehen, dass hier eindeutig die Trendlinie durchbrochen wurde. Unser 20 Donkian ist nach unten gebrochen werden, begleitet von sehr hohem Volume. Zwar unser halbes Jahr und monatliche Trend-Channel ist immer noch long, ist aber eine Frage der Zeit, wann er rot wird. Und spätestens im kleinen Fenster sehen wir, dass der DAX sich unter 200er, 300er, 400er, 500er RSI befindet. Wir sehen auch hier einmal, dass die wöchentliche RSI bei 21 liegt, täglich unter 0 bei unter 50 bei 29 ist 30. Nur auf kleineren Zeitfenstern, also 4 Stunden, 1 Stunde und tiefer, liegen wir schon eindeutig im überverkauften Bereich, dass der DAX versuchen wird, bis ca. 15.200 nach oben stellen, vielleicht sogar ein Tick höher, bevor dann richtig fett. Warum? Der Katalysator ist, wie gesagt, nochmal der SVP. Und naja, für Daytrader, die versuchen auf Long zu setzen, das könnte eine attraktive Möglichkeit sein. Ich setze lieber auf Trend, damit bin ich auch sehr lange glücklich. Wir sehen hier unsere DMI definitiv hier auf Short und zu 80% diese DMI-Indikator bestätigt stets, wohin der Markt als nächstes für die nächste Zeit, manchmal mittelfristig lange Zeit, gehen kann. Und die sind alle auf Rot. Was soll das bedeuten? Das haben wir heute überall gesungen an der Wall Street. Was soll das bedeuten? Was könnte eine Stabilisierung der Banken wieder bringen? Funktionieren die Maßnahmen, die ergriffen wurden? Und letztendlich gesehen ist das, was wir jetzt erleben, natürlich im Wesentlichen auch eine Vertrauenskrise. Jetzt nach Handelsschluss meldet die amerikanische Aufsicht,
dass man, die Federal Reserve, um genau zu sein, dass man den Kollaps der Silicon Valley Bank genau untersuchen wird. In anderen Worten, wie konnte das eigentlich passieren, ohne dass die Regulatoren Wind davon bekommen haben? Zu guter Letzt waren es die Ratingsagenturen, die hier die Nase vorne hatten. Warum wird das getan? Weil in erster Linie wir, wie gesagt, in einer Vertrauenskrise stecken und wir natürlich jetzt im Bankensektor erstmal warten müssen. Ich meine, werden wir uns stabilisieren oder nicht? God knows, ob wir das tun werden. Ja? Und das sieht man letztendlich gesehen auch bei der Reaktion der Aktien. Man darf nur eins nicht vergessen. Viele oder einige Finanzhäuser haben sich heute zu Wort gemeldet. Die Tatsache, dass Kundeneinlagen nun zumindest als sicher beschrieben werden, hat nichts damit zu tun, dass, wenn eine Bank scheitert, zu guter Letzt die Aktionäre eben doch ausradiert werden. Und das ist einer der Hauptgründe für die Kurseinbrüche, die wir auch heute wieder in diesem Sektor gesehen haben. Das sind jetzt nicht die finalen Schlusskurse, aber wir haben hier die First Republic Bank fast 60% im Minus, die KeyCorp, die Comerica über 27% im Minus, Signature Bank, naja, Signature Bank ist im Prinzip vor die Wand gefahren am Wochenende. Zion Bank Corp, Huntington Bank Shares, Truist Financial. Wie gesagt, das sind nicht die Schlusskurse, übrigens Kurse, die weit über den Tagestiefs liegen. Wir hatten bei vielen dieser Finanzwerte heute Kursverluste von zeitweise 60, 70 bis 80%. Jetzt haben sich im Tagesverlauf einige zu Wort gemeldet, auch die Western Alliance Bank, die heute im Handelsverlauf etwa 50% an Wert eingebüßt hat. Man hat hier nochmals betont, dass die Cash-Reserven per Stand an diesem Montagmorgen bei 25 Milliarden Dollar lagen und die Kapitalabflüsse. Goldman, JP Morgan betont, dass JP Morgan betont, dass die Reaktion insbesondere der Großbanken übertrieben seien. Wir haben heute Nachmittag auch Kommentare von Morgan Stanley erhalten, von Mike Wilson. Genau, wie ich sagte. Und Mike Wilson, finde ich, in dem Punkt zeigt eigentlich, worum es wirklich geht. Es geht nämlich in erster Linie darum, dass die amerikanische Notenbank hier quasi das Problem gesät hat. Wir haben, wenn wir uns diese Grafik das heißt, hier von Morgan Stanley mal anschauen, im historischen Vergleich einer der schnellsten und dramatischsten Zinsanhebungsphasen hinter uns, die amerikanische Geldpolitik in langer, langer Zeit gesehen hat. Und historisch betrachtet, wenn die Zinsen derart schnell angehoben werden, vor allen Dingen in einer Wirtschaft, die es gewohnt ist, mit 0% Zinsen verwöhnt zu werden, dann passieren Unfälle. Das war historisch betrachtet immer so. Das sind keine Finanzkrise, LTCM-Bubble, ich hatte das in der Opening Bell. Und dieses Mal ist es letztendlich so, die gesehen haben jetzt diese anders. Nachricht einfach hier zurückgehalten, wird also auch durch die Notenbank sehr, sehr viel Schaden angerichtet. Die natürlich durch und dieser Chart zeigt auch nochmal sehr schön, mal abgesehen von der, von dem Ausmaß der Aggressivität, also haben der Sie jetzt diese Nachricht rausgeholt ab dem Zeitpunkt, eine ab dem Zins, der Gipfel bei den Zinsen erreicht ist, oftmals eben auch Zinssanhebungen umgesetzt werden. Das ist im aktuellen Umfeld nicht so einfach, weil die Inflation immer noch geht, auf einem relativ hohen Niveau verharrt. Aber letztendlich gesehen ist das, finde ich, natürlich auch eine ziemlich peinliche Nummer, dass Jerome Powell am Dienstag und Mittwoch letzter Woche seinen Rechenschaftsbericht abgibt, wir ein riesiges Repricing sehen infolgedessen an den Anleihemärkten. Renditen schießen durch die Decke, obwohl Powell ja, das muss man ihm lassen, am zweiten Tag des Rechenschaftsberichts vor dem Kongress gesagt hat, ob wir 25 oder 50 Basispunkte kriegen, sei dahingestellt. Das sei immer noch datenabhängig. Er hat das also relativiert, ändert aber nichts daran, dass man überhaupt nichts wittern konnte von diesen Implosionen, die wenige Tage später letztendlich passieren würde. Trotz des Rechenschaftsberichts kein einziger Punkt, in dem das hiermit aufgegriffen wurde, muss man sagen, ist natürlich für die amerikanische Notenbank auch nicht unbedingt ein Qualitätszeugnis. Aber ich will noch mal zu Morgan Stanley zurückkommen. Die machen hier einiges. Ist die Tatsache, dass die US-Notenbank so unglaublich schnell und so sehr aggressiv die Zinsen angehoben hat. Das sorgt unter anderem dazu, dass sehr viele Kunden von den Banken Ausschau halten nach attraktiven Verzinsungen. Und das sieht man zum Beispiel hier auch ein Chart, der von Morgan Stanley heute mit gezeigt wurde. Hier sehen wir mal, wie oft bei Google
der Begriff High Interest Savings Accounts gesucht wurde, wie stark das durch die Decke gegangen ist. Jetzt nicht erst natürlich mittlerweile umschauen nach sehr schmackhaften Renditen auf der Anleiheseite. Nur du kaufst eine zweijährige Staatsanleihe, fünf kauft eben Money Market Funds und et voilà, werden Banken auf einmal dazu gezwungen, höhere Zinsen an ihre Kunden weiterzureichen. Und das bedeutet Margendruck für die Banken. Ich glaube nach wie vor, dass das eigentliche Kernproblem bei uns im Bankensektor vor allen Dingen auf der Ertragsseite der Banken liegt und weniger unbedingt bei den Bilanzen selber, zumal die amerikanische Notenbank, das, was hier jetzt eingeleitet wurde, dieses neue Finanzierungsfenster. Die Kraft dieses Fensters sollte man nicht unbedingt unterschätzen. Aber nochmal zurück zu den Einlagen. Ich hatte das bereits letzte Woche angesprochen. Wir sehen hier, dass die Deposits bei den Banken durch die Pandemie erstmal senkrecht durch die Decke geschossen sind. Und dieser kleine Blip nach unten, das ist der erste Rückgang bei Kundeneinlagen bei amerikanischen Banken seit 1948. Also Kunden verlagern ihr Geld in attraktivere Anlagemöglichkeiten. Das Geld fließt aus den Kassen der Banken ab. Und letztendlich gesehen kriegen die Banken dann irgendwann ein Problem, ne? Guck mal, hier sind die Sicherheiten in Form von Kundeneinlagen. Davon haben wir Staatsanleihen gekauft, ne? Aber wenn auf einmal die Gelder abfließen, dann entsteht Druck auf der Anleiheseite. Also es ist alles sehr, sehr, sehr kompliziert. Und abgesehen davon, ne, die SVB-Bank unter anderem, wenn man langlaufende Staatsanleihen kauft und die zu 100% einpreist, also zu Paritätswert verbucht, und die Dinger sind dann aber deutlich niedriger, weil die Renditen steigen, dann steigen eben die unrealisierten Verluste. Alles, wie gesagt, sehr kompliziert. Ich glaube, der nächste Punkt, der jetzt wichtig sein wird, das wisst ihr genauso gut wie ich. Und das ist eben genau der Punkt, bei dem wir noch nicht wissen, ist dem jetzt Einhalt geboten, ja oder nein, ist die Frage, ob bei den Regionalbanken jetzt tatsächlich Kunden massig ihre Einlagen abziehen, also ob wir eine Flucht aus den Regionalbanken sehen werden oder ob wir eine Stabilisierung sehen. Reicht das, was letztendlich gesehen die Notenbank jetzt schon signalisiert hat oder eben nicht? Das bleibt dahingestellt. Man sollte aber immer wieder die Macht der Regulatoren nicht unterschätzen. Auch 2008 wurde temporär eine Garantie für alle Kundendeposits, für alle Kundeneinlagen ausgesprochen, auch wenn das jetzt seit Dodd-Frank nur noch mit Genehmigung des Kongresses geht. Und last but not least hat die amerikanische Notenbank auch die Möglichkeit, zum Beispiel den Abbau der Bilanz zu drosseln oder temporär einzustellen. Für mich ist das, was die Notenbank hier macht, dieses neue Finanzierungsfenster, eigentlich so eine Art Bailout und Quantitative Easing durch die Hintertür. Ne? Man sagt den Banken, liebe Banken, gebt uns eure Staatsanleihen. Wir nehmen die ab zur Parität, auch wenn der Marktwert viel niedriger ist. Wir nehmen sie zur Parität und geben euch darauf dann wieder einen Kredit. Ich meine, das wird alles immer wahnsinniger. Ja? Aus too big to fail wird too small to fail. Ne? Und die Frage, kommt jetzt die Stabilisierung? Also es ist schon echt wild. So, ganz kurz jetzt zu den einzelnen Märkten. Schauen wir uns die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen an. Und hier spielt sich jetzt nach wie vor wirklich Dramatisches ab. Nachdem wir also vor wenigen Tagen bei zweijährigen Staatsanleihen einen Zins von über 5% hatten, haben wir jetzt, und das sind nicht die Schlusskurse, wir hatten per Handelsschluss heute ein Niveau bei den zweijährigen Staatsanleihen von nur noch 3,94%. Wir kommen von über 5% auf 3,94%. Guys, das ist einer der historisch schnellsten Einbrüche, die wir bei den Renditen zweijähriger Staatsanleihen jemals an der Wall Street gesehen haben. Flucht in den Hafen der Sicherheit auf der einen Seite. Das Gleiche sehen wir auch bei den Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen. Ich habe hier mal ganz bewusst einen etwas länger laufenden Chart genommen, also 5 Handelstage in diesem Fall. Und hier sehen wir auch, wie schnell die Rendite solche Kurse sieht im Bankensektor. Wow, wer da bei dem Anblick keinen Durchfall kriegt und wem nicht schlecht wird, das ist eigentlich wirklich, alle Achtung. Ja? Also, aber nochmal, das sehen wir hier. Wir hatten eine Volatilität von 18, 19 noch am Donnerstag, Freitag letzter Woche. Wirklich, wirklich Wahnsinn, wie schnell sich das verändert hat. Donnerstag, Freitag, ja genau, ja, nee, doch, ja, doch.
innerhalb weniger Tage also eine Explosion auf 26,60, ein Anstieg heute wieder von über 7%. Die Vola schießt also mit nach oben, was bei den Turbulenzen natürlich kaum erstaunlich ist. Aber nochmal, ich habe es bei der Opening Bell gesagt, ich finde nach wie vor, es ist erstaunlich, wie widerstandsfähig der Markt ist. Hand aufs Herz, Guys, ja, der Dow Jones, was war in der Spitze heute? 330 Punkte im Minus und was, nee, 260 Punkte im Minus und 330 Punkte im Plus. Und schließt den Tag mit minus 90 Punkte. All over the place, ja, keine Frage. Aber ich finde es nach wie vor wirklich beeindruckend dafür, dass sich so viele hier ins Hemd machen und sagen, um Gottes Willen, ist das ein Lehman-Moment, ist es ein Bear Stearns-Moment, ist es überhaupt vergleichbar mit der Finanzkrise? Ich glaube nicht, dass es damit vergleichbar ist, nur um das nochmal klar zu machen. Ist es jetzt sehr stark Sentiment getrieben? Die Kommunikation muss jetzt stimmen, Sentiment muss wiederhergestellt werden. Den Leuten muss klar werden, dass ihre Kohle in den Banken sicher ist. Die Regulatoren haben den ersten Schritt hier gegangen. So. Also ich glaube nicht, dass es ein Äquivalent ist der Finanzkrise. Ne? Hoffentlich werde ich nicht eines Besseren belehrt. Aber last but not least, bei so schwachen Banken einen Nasdaq 50 Punkte im Plus und ein Nasdaq, ein S&P 5 Punkte im Minus, das ist eine echte Leistung. Ich finde selbst der Freitag, obwohl er schwach war, der Markt hat sich erstaunlich gut gehalten in Anbetracht dieser Entwicklungen. Ja, jetzt tauchen wir mal ein in die verschiedenen Bereiche des Marktes, was lief und was lief nicht. Den S&P habe ich schon eingeblendet auf der Verliererseite. Ich mache mal weiter auf der Gewinnerseite. Hier haben wir nach wie vor einmal die Tech-Werte auf der Gewinnerseite. Grab Solar Edge konnte heute mit zulegen. Wir haben Moderna mit im Plus gehabt. Da gab es positive Analystenkommentare von Cowen und Company. Bei Illumina bahnt sich ein Proxy-Fight an mit dem Investoren Carl Icahn, mit der Icahn-Gruppe sozusagen. Das hat Illumina heute deutlich mit nach oben angefacht. Und wir hatten vereinzelt die Rohstoff- und Goldwerte mit auf der Gewinnerseite. Ich meine, wen wundert es? Ne? Die Hütte ist am Brennen. Was kaufst du, wenn Panik aufkommt? Kaufst du Gold, Edelmetalle, Silber heute. Sehr, sehr fest. Und die Rohstoffwerte waren insgesamt mit auf der Gewinnerseite. Die also konnten sich heute im Tagesverlauf ganz gut schlagen. Gehen wir zum Nasdaq, über Nasdaq auf der Gewinnerseite. Auch hier Illumina, einer der großen Gewinner heute im Nasdaq. Sekunde, ich muss mal ein paar Grafiken wegklicken. Illumina mit auf der Gewinnerseite. Hier